dein Live bis 20 Podcast Tagesimpuls. Viel Spaß damit und dir viel Erfolg. Deppert, wie kann man nur, bitte, das ist doch absurd, bitte. Mein, wen willst du verarschen? Du bist doch einen schönen guten Tag. Ein weiterer Tag voller Möglichkeiten, sich achtsam durch sein Leben und durch die sozialen Medien zu scrollen. Hier wieder mein Achtsamkeitstipp des Monats. Ich plädiere für Social Networking. Bisschen netter, bisschen freundlicher zueinander zu sein, ist, glaube ich, ist kein Fehler. Ja, wir sind nicht immer einverstanden mit dem, was wir da lesen in den sozialen Medien, aber vielleicht gibt es eine nettere Möglichkeit, damit umzugehen, wenn man spürt, Alter, wenn ich das lese, ich krieg solche Kabel. Ich kenne das, Sie vielleicht auch. Zunächst einmal wahrnehmen. Aha, offenbar triggert mich da was. Ja, das bedeutet ja Achtsamkeit, Geistesgegenwart, innere und äußere Vorgänge wahrzunehmen und daraus ein Verständnis für sich selber zu entwickeln. Also, aha, das Thema triggert mich, das macht was mit mir, ich reagiere emotional, ist ja in Ordnung, ja, ist offenbar mein Thema. Und im nächsten Schritt kann ich, wenn ich möchte, reflektieren. Wieso regt mich das eigentlich so auf? Und irgendwann entscheide ich, ob und wie ich reagieren will. Ich entscheide, niemand zwingt mich dazu. Ich entscheide mich bewusst, so, das will ich jetzt kommentieren. Aber wie? Beleidigend, deinen eigenen Frust bei jemand anderem, zornig, abladend, herabwürdigend oder in einen respektvollen Dialog gehen, den eigenen Standpunkt erklären, auf mögliche logische Ungereimtheiten aufmerksam machen, vielleicht einmal nachfragen, neue Blickwinkel eröffnen, sich klar und mutig abgrenzen. Nein, das sehe ich anders. Das heißt nicht, dass wir uns alle nur mehr mit rosaroten Samthandschuhen anfassen und rosa Zuckerwattenkommunikation mit rosarote Brille haben sollen. Nein, das heißt lediglich sich bewusst machen, was will ich mit meinem Kommentar? Und dann die Verantwortung dafür übernehmen. Und wenn man jemanden als Energiefresser empfindet, Mama mia, da muss man ja nicht jeden Beitrag von dem lesen, außer man möchte sich immer und immer wieder aufregen. Wenn das Leben ist eine gefühlte Aneinanderreihung von Provokationen. Vielleicht können wir einen Hauchel öfter sagen, ich lasse mich nicht provozieren von dem Schmafu. Schmafu kommt übrigens aus dem Französischen. Je m'en fous. Ich mache mir nichts draus. Ich vergeude ihr nicht meine wertvolle Lebensenergie. Ja, und viele deaktivieren ja die Kommentarfunktion bei ihren Videos. Ja, wenn es dich interessiert, schaust du an. Wenn nicht, scroll halt weiter. Bleiben Sie achtsam. Bleiben Sie ein Social Networker. Und by the way, ja, Englisch war schon mal besser, by the way, wo Kommunikation da Missverständnisse ist heute. Und wenn Sie sich gerade wieder wahnsinnig über einen Post aufregen, dann bitte Baldrian-Tropfen aus der nächsten Team-Santé-Apotheke holen. Relaxen, scrollen, je m'en fous. By the way, Namaste.